Feierlaune bei der steirischen FPÖ. Nachdem die Landespartei am Sonntag ihren Stimmanteil quasi verdoppeln konnte, war die Stimmung bei der Wahlparty dementsprechend ausgelassen. Auch Bundesparteiobmann Herbert Kickl ließ sich am Sonntagabend noch in der Pizzeria in St. Peter blicken. Das war heute ein Storm of Change, der durch die Steiermark gefegt ist. Ein Sturm der Erneuerung und der positiven Veränderung, und er hat sie alle verblassen. Die Selbstverliebten, Abgeholten und diejenigen, die von der Bevölkerung ganz, ganz weit entfernt sind. Die steirische Landkarte ist blau. Blau ist die Farbe der Hoffnung. Und hier sind die Mitte der Gesellschaft und sonst niemand. Es wird die Steiermark eine gute Steiermark sein. Wir werden alles daran setzen, diese Steiermark ins Positive zu verändern. Wir werden aber auch, und das ist heute, glaube ich, auch bei aller Feierlaune, die wir natürlich haben, schon auch wichtig betonen, das Vertrauen der Menschen auch nicht nur respektieren, sondern in den Mittelpunkt unserer politischen Bemühungen setzen. Das heißt, wir werden morgen beginnen. Leider, liebe Freunde, blauer Montag für unsere Mitarbeiter nicht möglich. Wir fangen morgen zu arbeiten an. Es gibt vieles zu tun. Wir müssen richtig, richtig Gas geben, damit die Steiermark wieder auf Vordermann kommt. Und jetzt würden wir gleich gemeinsam. Deutlich nachdenklicher, aber dennoch dem Wahlergebnis trotzend gut, war die Laune bei der Wahlparty der SPÖ. Spitzenkandidat Anton Lang wurde mit lang anhaltendem Applaus empfangen. Natürlich übernehme ich die Verantwortung. Das ist ja da ganz klar. Das war die steirische Landtagswahl. Ich war der Spitzenkandidat, bin es jetzt noch der Spitzenkandidat. Daher bin ich auch für das Ergebnis verantwortlich. Für mich jetzt keine Schuldzuweisungen geben, auch keine Schuldzuweisungen Richtung Bundespartei oder was. Das bin ich nicht, das will ich tun. Ich wollte nur der Ordnung mal fest, drücken, wen haben wir keinen gehabt. Und das, muss ich sagen, hat man da oder dort gespürt. Wir haben am Montag unsere Landesparteivorstandssitzung, da werden wir auch beraten, wie wir es anlegen, wie es weitergeht. Und auch, das sage ich ja ganz klar, wie es mit meiner Person weitergeht. Der große Verlierer der Landtagswahl, die ÖVP, beging ihre Wahlniederlage in der Landesparteizentrale. Ab Montag sind in der Steiermark erst einmal die Parteigremien am Zug. Eine Zweierkoalition im Landtag ist nur mit der FPÖ möglich. Andere Koalitionsvarianten könnten die ehemaligen Großparteien mit den Grünen bzw. mit den Neos und der KPÖ schmieden.